Und guten Morgen aus New York, hier aus der Zughalle oder vor der Zughalle. Wir machen uns mit dem Zug auf den Weg von New York nach Philadelphia, um uns heute die Stadt ein wenig anzugucken. Jetzt sitzen wir im Zug, im Amtrak und fahren Richtung Philadelphia. So, jetzt sind wir gerade in Philadelphia angekommen. Wir suchen uns jetzt noch den Weg hier raus. Und dann müssten wir direkt am Hauptbahnhof in der Innenstadt sein. So, da wir heute Abend wieder zurück nach New York fahren, müssen wir jetzt ein paar Pläne schmieden, was wir heute genau machen. Vermutlich werden wir hier auch ein bisschen Sightseeing machen mit den bekannten roten Bussen, um so viel wie möglich in kurzer Zeit von der Stadt zu sehen. Wir probieren es mal oben, okay? So, wir sind jetzt. Take your time if you are coming up the stairs. Take your time if you are coming up the stairs. Our translation system on this bus unfortunately does not work. But when we take you back around to stop number one, the very next bus does have a working translation system on it. Jetzt sind wir am Sightseeing-Bus hier in Philadelphia. Und jetzt drehen wir eine Runde, wie auch schon in New York. Jetzt haben wir hier einen kleinen Halt gemacht, bevor wir gleich mit der Sightseeing-Tour weitermachen. Und zwar schauen wir uns jetzt hier in Philadelphia so eine Glocke an. Für Hintergrundinformationen sagt Nino was. Ne, Spaß. Hier so eine Art Museum, in das wir jetzt reingehen. Und wenn wir hier fertig sind, kommen wir zu dem Highlight in Philadelphia, aber dazu gleich mehr. So, da uns da hinten die Schlange zu lang war, gucken wir uns jetzt einfach mal die Glocke von außen an. Das geht schneller und dann haben wir sie trotzdem vorm Auge, bevor es dann gleich weitergeht hier mit dem Bus da hinten. Hier durch die Scheibe sieht man jetzt die Glocke. Wir machen es uns jetzt einfach, halten einfach hier die Kamera durch die Scheibe. Das ist die Unabhängigkeitsglocke, ne? Richtig. Von Philadelphia. 250 Jahre. Alt. So, genau. Vor 250 Jahren. Aha, okay. Timo. Made in London. Dann sparen wir uns jetzt einfach den Weg da nach drin und fahren jetzt mit dem Bus weiter, um jetzt noch weiter die Stadt kennenzulernen. Und dann geht es jetzt zur Hauptattraktion hier in Philadelphia. Für mich zumindest. Jetzt sind wir ausgestiegen und jetzt geht's diese Treppen hoch. Vielleicht kennt man sie aus dem Rocky Balboa Film. Let's go! Thank you.
Das ging mir ins Kreuz jetzt. Jetzt stehen wir hier am obersten Punkt der Stufen in Philadelphia mit dem schönen Ausblick hier, wo Rocky trainiert hat. Ja. Danke an Timo, der mir gerade diese Aufnahme ermöglicht hat. Gerne, gerne. Die mir ganz schön schwer zu schaffen macht gerade. Arschkalt. Also es geht hier eigentlich, ich habe mehr Menschen tatsächlich erwartet. So konnte ich jetzt ganz entspannt hier die Treppen hochrennen, auch wenn ich fast hingeflogen wäre gerade. Aber die Aussicht von hier oben ist doch echt schön. Timo macht ja auch schon fleißig Fotos. Also die Treppen hier, die vor allem durch den Rocky-Film berühmt geworden sind und der ganze Platz hier, muss man gesehen haben. Jetzt gehen wir zur nächsten Rocky-Sehenswürdigkeit, die ist gleich daneben, das ist die Statue. Nur jetzt ist da schon irgendwie so eine Schlange, weil die Leute da alle Fotos machen wollen. Jetzt stellen wir uns halt da an, weil aus zweiter Reihe geht auch nicht, weil sie da so eine Absperrung gemacht haben, gerade dass man keine Fotos aus zweiter Reihe machen kann. Aber schauen wir mal, die Schlange ist glaube ich nicht allzu lang. Jetzt gehen wir hier nochmal die Rocky-Stufen runter. Hier nochmal das Bild von unten. Ein paar Stufen sind es noch. Und dann geht's ein paar hundert Meter weiter hier gleich zur Rocky-Statue. Ja, jetzt stellen wir uns halt kurz an, die Zeit kann uns sein. Ja. So, da ist die Statue, wir stellen uns jetzt hier ganz unauffällig mal an. Ja. Ist halt ein bisschen frisch, aber Gott sei Dank regnet es nicht, aber es gibt hier noch so vereinzelt nasse Stellen. Aber alles in allem hat man doch mit dem Wetter relativ Glück. Jetzt stehen wir direkt vor der Rocky-Statue und jetzt machen wir die Fotos. Viele Baustellen hier in Philadelphia. Die nächste Sehenswürdigkeit, die wir jetzt abgegrast haben, also hier alles rund um Rocky, hier in Philadelphia, im Bundesstaat Pennsylvania. Mein 7. Bundesstaat hier in den USA insgesamt. Und das Ziel ist natürlich, irgendwann die kompletten 50 voll zu machen, also ganz USA gesehen zu haben. Das wird sich dann wahrscheinlich in den nächsten Jahren ergeben. So, unser letztes Ziel hier in Philadelphia ist es, noch was Anständiges zu essen zu finden. Nino hat, glaube ich, schon was auf dem Radar. Deshalb... Und das ist kein McDonald's. Ja, ich habe hier auch noch gar kein McDonald's gesehen, also... Weiß nicht, vielleicht gibt es ja auch keinen. Ja. Jetzt folgen wir ihm mal und dann schauen wir mal, womit er uns überrascht. Wahrscheinlich wieder... mit irgendeinem Laden, in dem wir noch nicht waren. Also wir wollen ja immer was Neues ausprobieren und ja, mal sehen, was da jetzt kommt. Ja, natürlich mal zeigen. So, hier. Raising Cane's. Also wir haben uns für Raising Cane's entschieden. Den gibt es nicht in Deutschland. Hier setzen wir uns jetzt hin, essen was, bevor es zurück nach New York geht. Und nach dem herzhaften Essen bewegen wir uns jetzt wieder langsam Richtung Bahnhof von Philadelphia, um von dort aus den Zug zurück nach New York zu nehmen. Nino und ich waren ja schon mal im Raising Cane's und zwar in Las Vegas. Timo war jetzt zum ersten Mal da drin. Und Timo, wie haben dir die Chicken Fingers geschmeckt? Waren sehr gut. Kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Jeder, der mal nach New York gehen sollte, beziehungsweise in die USA, sollte mal das essen. Also Raising Cane's gibt es nur in den USA, nicht in Deutschland. Probiert es auf jeden Fall mal aus. Viel Chicken, wer auf Chicken steht, der kommt hier auf seine Kosten. Alles in allem ist Philadelphia... Alles in allem ist Philadelphia eine schöne Stadt. Und man muss auch echt sagen, wenn man von dem Trubel von New York hierher kommt, dann ist es erstmal so ein bisschen eine Umstellung, weil hier ist es... um einiges ruhiger, also das merkt man sofort, dass die Einwohnerzahl in Philadelphia deutlich geringer ist als die von New York. Wir sind jetzt hier gleich am Bahnhof. Hier nochmal ein letzter Blick auf Philadelphia. Heute war nicht ganz so schön Wetter, leider. Zum Glück hat es sich mit dem Regen in Rahmen gehalten. Hat ein bisschen getröpfelt zwischenzeitlich, aber das ging eigentlich klar. Hier ist der Bahnhof. Wir steigen jetzt gleich in den Zug ein. Das war's
mit dem heutigen Video hier aus Philadelphia. Schaltet beim nächsten Video wieder ein, dann geht's weiter nämlich in New York. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Video und ciao. Soll ich neben dir sein oder soll ich... Du musst neben mir hochrennen. Das ist jetzt die Kunst, nicht runterzufallen. Runterzufallen, ja. 3, 2, 1, 2.